Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Planescape Torment. Wir sind in Cursed und wollen hier mal mit dem Questing beginnen. Dazu wollen wir uns noch ein bisschen weiter mit dem Barkeep unterhalten, hatten wir ja schon angefangen. Und genau, er hat uns es aufgetragen, dass wir doch mal nach seiner Tochter gucken sollen und mit Marquez reden. Das können wir gleich mal machen. Jetzt some questions. Das haben wir, glaube ich, schon. Yep. Okay. What this place is a hotbed of rumors and das hat er uns auch schon erzählt. Mein Gott, was haben wir denn noch nicht gefragt? Das hier haben wir, glaube ich, noch nicht gefragt. He smiles craftily. You're looking for him, ain't you? I can tell you that he's hidden far beneath the prison. I can tell you how to get there, too, apart from being arrested or trying to bribe your way in, which wouldn't work anyway. What do I have to do? Well, what do I have to do for this? Go over there and talk to Marquez. He's the ex-harmonium fellow. He knows about these slavers, and he holds the first part of the key. Okay, also the... That'll put you on the path of seeing the diva. Okay, also diese fünf Schlüsselteile finden, die fünf verschiedene Leute haben. Dafür müssen wir fünf verschiedene Quests erfüllen. Also das ist eine übliche Kettenquest, die man halt wird. Okay, verkaufst du auch noch irgendwas? Ja, das... Ach so, nur... Okay, gut, brauchen wir nicht. Dann würde ich mal sagen, sprechen wir mal mit dem guten Kollegen. Dafür steht er hier ja rum. Der, ich meine, ist ja keiner da, der redet ja auch mit niemandem. Da wird er sich freuen, dass wir kommen. You see a burly blond man wearing the armor of an ammonium officer. His face is rosy with drink, and behind his smile, his eyes are filled with bitterness. He launches into speech without preamble. Here's the deal. Slavers have kidnapped Bars's daughter. It's your job to get her back. I'll tell you where to find them, you go kill them and report back to me. And I'll help you find the diva you're looking for. I'll even teach you weapons. Agreed? I have some questions first, würde ich sagen. Das ist ja... Wer weiß, ob wir danach noch was aus ihm rauskriegen. A few questions? No. There are only two possible answers. Are you for slavery or against it? I'm against it. Then you'll help, right? Yes or no? I'll help. Last I heard, the slavers were to the east in Accursed. They've got the nod from the city guard. Find them, make sure Bars's daughters are right, and kill them. When you're done, come back here and I'll tell you the first part of the key you need to find the diva. Es ist alles ziemlich, der Esprit ist ein bisschen weg, finde ich, in dieser Stadt. Also das haben sie echt, die wissen alle, was wir wollen, ne, unser Auftrag und alles, was wir machen sozusagen, ist, um diesen Auftrag zu erfüllen, beziehungsweise um diese Diva zu finden. Jeder weiß davon und es ist so... irgendwie so ein bisschen uninspiriert, finde ich. Aber, na gut, müssen wir durch. Dafür werden wir uns, gibt es eine nette Überraschung, wenn wir die Diva finden. Das ist auf jeden Fall, das ist es wert, vom Prinzip. Alright. Answer some questions about this for me. Updated my journal. Ah, jetzt können wir ihn fragen. Sehr gut. Who are you? I'm Marquez, formerly a Measure 3 of the Ammonium. Formerly, I said, because I quit not so long ago. Why? I found out that the Harmonium, a group I'd believed in from the start, was buying people, kidnapping them, taking them against their will and ruining their lives. It was sucking the life out of people for daring to be different, and I couldn't take it anymore. The slavers you'll be fighting are old comrades of mine. He spits on the floor. Burks, liars, you can't trust anyone anymore. Okay. What are you doing here? Drinking. What does it look like? I'm waiting for someone to come along and right the wrongs I've made. You seem like a good fellow for the job. Aha, guck an. Das ist ja schon ein bisschen interessanter hier. What wrongs?
I found out. Gut, jetzt hast du wieder das Gleiche. Toll. What's your stake in the slavery thing anyway? I found out that the. Also meine lieben Entwickler, also jetzt kannst du fragen, was du willst, dann sagst du mal das Gleiche. Das ist auch ein bisschen. What can you tell me about the key? Ist da vielleicht was? Wenn du jetzt wieder mit Harmonium anfängst, werde ich biestig. Five-part key, verbal, held in your head. Quatsch. Five-part key, verbal, held in your heads. Mein Gott. He smiles toothily at you. You won't get it out of me by torture, and I suspect you won't find the others easy either. We've locked away a secret, and you'll need all five parts to find out what it is. Okay. Okay, where are the slavers again? East of Inner Cursed. Okay. Sehr gut. Na, dann werden wir mal los müssen. Also, sind wir soweit? Können wir eigentlich nochmal. Na, das muss gehen. Inner Curse. Das ist Outer Curse, ne? Ah, guck an, jetzt sind wir hier. Da war schon. Also, hier fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt vielleicht noch was und hier. Also, wir kommen langsam zum Ende. Also beim Laden wird auch schon angezeigt, für eine kurze Zeit, das ist ein kleiner Glitch, dass man CD Nummer 4 einlegen soll. Und das ist die Version, die wir hier spielen, ist glaube ich die alte 4-CD-Version. Mit anderen Worten, wir sind schon auf der letzten CD des Spiels. Ja, ich muss ja das schon da, ne? Also hier, so. So, na dann mal los. Na komm, hopp, 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 hopp. Nun nicht so lahmarschig. So. Okay, was hat er gesagt? East of Inner Cursed. Norden, Osten. Warehouse? Hier vielleicht? Oder da? Schauen wir mal. Alright. Mal hier hin. Guard Captain. Sind das die Thugs? Ich hoffe, dass die als Slaver irgendwie gekennzeichnet sind. Das wäre ja schon ganz praktisch. I'm gone. Da kommen wir irgendwie nicht hin. Du hast dich auch noch nicht bewegt, Angry Cursed Citizens. Ach ja, hier war das, genau. Hier waren wir ja schon. So, jetzt stellen wir uns schon mal so auf, wie wir uns aufstellen wollen. Das ist ganz gut. Du. Hi. Hi. Ist meiner hier? Nee, nicht Dialog. Like a shadow I am. So, mit wem wollen wir denn reden? Sketch, Harmonium Officer, Harmonium Officer. Du hast einen Namen, sprechen wir mal mit dir. Guten Tag. You see a Harmonium officer dressed in his ceremonial armor. He seems to be in charge of the workforce of Harmonian slavers. He seems like an especially vicious and haughty member of the breed. What you want? I'm here to get Tainted Bass's daughter back. This is vielleicht, what are you doing here? Why, my men and I are gathering recruits to teach them about right and wrong. As you can see, they're not always willing, but we'll make them see the light eventually. He eyes you. You'll make a good recruit, I imagine. Tell me more. Gladly. We'll take you to Arcadia and show you the truth. He gestures to his men. Take him. Fight. Okay. What's up? Sure, why not? I think, therefore I am. I think. Macht ganz schön Schaden, Alter. Wollen wir mal gucken, was wir hier. Ball Lightning. Und Anna greift auch mal ihn an hier. Damn it. She almost
Lend me strength. Es ist wieder das typische etwas undurchsichtige Kampfgeschehen. Wir nehmen auf jeden Fall eine ganze Menge Schaden hier. Efficient strike. Gut. So, mal kurz gucken, sind alle tot? Sieht so aus. Sind wir noch alle am Leben? Ja, sieht auch so aus. Gut, dann fangen wir mal an, den Kram einzusammeln. Das macht ein bisschen mal Anna. Ein Stiletto. Du willst mir nicht sagen, dass die Harmonium Officers mit einem Stiletto gekämpft haben. Might as well. Battle Axe of Quality. Den können wir ja mitnehmen. Silver Ring. Yeah, mit dir reden wir noch nicht. Wir wollen erstmal gucken, was wir hier noch so abgreifen können. Irgendwer irgendwas liegen lassen. Why not? Das war Granny Ratcham. Das war das Stiletto. Well. Noch ein Stiletto. Okay, sieht so aus, als wäre es das gewesen. I'm gone. So. The young woman, hair must up close the shelf, is trying to smile at you through choking sobs. Thank you, I thank you so. My name is Jasila. Listen, I must go now, stranger, but again, thank you. No problem. War das die richtige? Ich glaube, das war die. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Wahrscheinlich wird sie ja jetzt in der Zwischenzeit schon mysteriöserweise zu Hause wieder angekommen sein. Die sind ja dann immer schneller als wir. I'm gone. So, hier. Schauen wir mal, ob der Barkeep zufrieden ist. Wo war denn die blöde Kneipe? Alright. Hier. So. Aber mal schauen. Na, Tainted Bar, sag mal an. He turned to had the anxious look in his eyes and he asked this question. Have you found out anything about my daughter? I'm very worried about her. Please tell Marquez if you hear anything. Yes, she should be returning here shortly. I'll go tell Marquez. Farewell. All right. Dachte, dass wir von dir auch noch was kriegen. Kriegen wir halt nur den Schlüssel von Marquez. Na gut, okay. She's free. She should be back here shortly. He claps you on the shoulder. Good work. You want the first part of the key that will get you undercursed? Here it is. Such place eternal justice had prepared for those rebellious. Go talk to Kittler over there. She's got the second part of the key. Oh Gott, it wrinkles. Von einem kommen wir zum nächsten. Das ist wirklich eine Kettenquest. Or I can teach you weapons. Teach updated my journal. You're not one who just dallies with weapons. I can see that by your scars. Still, you don't seem like you live by the fighting arts right now. You want to... no. Ah, das ist also der Fighter-Trainer. Then why are you bothering me? Das ist eine gute Frage. Weiß ich auch nicht. Haben wir eigentlich noch irgendwelche... Ich glaube, wir könnten sonst ja auch mal... Was haben wir denn noch? Unused Slots 3. Ich glaube, wir könnten ja nochmal ausprobieren. Speichern wir mal. Talk to Darkon. What is your will? Jetzt wollen wir mal kurz T
teachings. I wish to give him a current pedal vision and resume the study of weapons craft. Very well. Yeah. Okay. Was haben wir? Achso, gut. Das mussten wir alles ablegen. Jetzt reden wir mal mit dir. Teach me then. Can you tell me if I'm ready for more instruction? I can teach you whatever you want to know, to a point. What weapons did you want to learn about? Wir kämpfen ja üblicherweise mit Daggers oder Fists, deswegen würde ich sagen, teach me how to use Daggers. Daggers, eh? The thug's weapon, but also good for that personal touch. What do we want to learn? I'd like to learn to use this weapon. Alright, let's get started. Okay, if you teach me, fists. Mhm. Okay, jetzt müssten wir ja, wenn ich das richtig überblicke, 2 Punkte verbraucht haben. Und genau. Gut, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Piercing, das ist Daggers. Das ist vom Prinzip auch. Proficiency Edged. Edged. Efficiency Daggers und Edged. Müsste das nicht das gleiche sein eigentlich? aber mit Fists, ja, da können wir ja nochmal einmal. Einen Punkt haben wir noch. Teach me Daggers. Yes. He studies your ability and says that's as much as you can learn about that. If you haven't devoted your career to studying weapons, if you haven't specialized in the path of the warrior, you're going to hit a wall when you study weaponry. You need to specialize. Updated my journal. Das heißt, mehr als 3 können wir nicht, 3 Proficiency Points können wir in die Weapons im Moment nicht investieren. Dazu müssten wir spezialisierter Fighter sein und das sind wir nicht und das werden wir auch nicht mehr. Es könnte sein, dass wir das ab Level 7 dann können, aber jetzt Fighter Level 7 werden, das lohnt ja auch nicht. Wir haben noch, jetzt haben wir 3 Weapon Proficiency Points. Ist, vorher hatten wir 2, hat sich zumindest ein bisschen gelohnt. So, Endure. In enduring grow strong. Dann wären wir jetzt wieder zurück zum Magier. What is your will? Teachings. Resume study of the art. Sehr gut. So, jetzt sind wir wieder. Genau, alles ist gut. Jetzt können wir wieder unsere Sachen anziehen, die wir ausziehen mussten. Earrings. Guard. Tattoo of the Art. Überlegt Displacer Ring plus 2 to Armor Class. Kann auch irgendwer einen Ring. Du könntest noch einen Ring tragen. Save the Spells. Plus 1 to Armor Class. Du hast schon das Placer Ring. Könnten wir dir noch einen geben. Mord kann sowieso nichts tragen. Also minus 7 ist ja okay eigentlich. Ring of Almost Invisibility. Okay, der ist nicht so toll. Dann würde ich sagen, geben wir dir den Displacer Ring und legen den Wedding Ring an. Bei uns Rüstungsklasse immer schon so schlecht, ich glaube. Aber wir haben ja sonst nichts. Achso, ja, Rüstung gibt's ja keine. Okay, dann also du legst dann den Displacer Ring an, ist damit minus 5. Du hast auch minus 5.
Minus 6, ja, das ist okay soweit. Gut. Tattoo, ja, Tattoo of Greater Presence, Charisma, und das ist Wisdom. Gut. Okay. Haben wir das erledigt und unseren Key haben wir auch bekommen. Jetzt sollen wir zu Kittler oder so. Bist du das? Nee. Bist du das? Du bist das. Gut, dann sag mal an, was müssen wir für dich machen? You see a tall, striking woman. She stands staring at the walls of the tavern without seeing them. Her hands slowly curling into fists and unclenching. When she sees you, her eyes dart across your clothing and gear. And then back to your eyes. A sardonic smile crosses her face and she looks away again. Looking for something, Cutter? She says, still not looking at you. I understand you're the next person I'm to talk to about this key. About the key, hmm? She arches an eyebrow at you. You want to know what you have to do for it, don't you? It's easy enough, friend. Interested? Of course you are. You've come to talk to me about it. Are you ready to listen, I guess, is the real question. Tell me what I have to do. Updated my journal. There are two men here, named Crumplepunch and Kester. Crumplepunch is the smith, Kester the distiller. They both owe me a lot of money. One of them owes the other as well, though, and so neither of them is paying me. They are arguing about an inheritance. Get me the legacies they're holding on to. I can bargain with them very effectively then. Ja, das stimmt. Failing that, get them to solve their problems with each other, or kill them, and I'll give you the second part of the key. Will do. Okay, also, kriegen wir nicht mal ein Journal Entry? Assemble the key. Okay, also... I'm gone. Ich meine, warum machen die das nicht... Ach, egal. Nee, Birks nicht hier immer wild durch die Gegend klicken. Warum machen die das eigentlich nicht alle selber? Jetzt müssen wir... Also Kester und Crumble Punch. Oder so. Also Crumble Punch, das wissen wir ja schon. Das ist... Grand Silo. Hier ist der Blacksmith. Okay. Dann gehen wir erstmal zu Crumble Punch, würde ich sagen. So. Hier war da auch noch was. I'm gone. Ich glaube, das ist nicht gut. Don't bet anything that's yours. Okay. Alright. Ready. Kann Anna das vielleicht machen? Gucken wir mal. Nee, ach, nicht Dialog. Hey, I spotted a trap. Ich glaube, diese Trap ist, ist so eine Art Alarm, woraufhin hier alle dingsig werden. Why not? Feindlich. Disarmed it. Okay. Guck mal kurz weg, Rumblepunch. Guck doch nicht in meine Richtung. Es ist. Naja, aber Anna stört das nicht. Die macht das auch, wenn jemand zuguckt. So, was haben wir hier? Magic Punch Daggers und Mortal X. Okay. So, bist du jetzt sauer? Nee, bist du nicht. Ist hier sonst noch was? Ja, ist hier sonst noch was. Gucken wir nochmal, ob hier noch eine Falle ist. Hä? Nee. Okay. Sonst noch was? Was wir klauen können, wo wir schon mal hier sind? Nee, sieht nicht so aus. Okay, Crumble Punch, dann sag mal an. The Smith looks at you irritably. What do you want to know? I've heard there's some trouble between you and your brother. I'd like to help. Oh, yeah, have you. Is my business with my book-learned brother the whole town's gossip, then? Is my younger brother spreading stories against me? Am I to be slandered just 'cause I ain't educated? The plans be against me.
He shakes his fist at the sky. I'm actually interested in clearing the matter up. He looks at you shrewdly. Here's the story, then. Our father was a barnyard bastard, but a wealthy one, and let us his smithy and his distillery when he died. But now my brother's trying to cut me out of the distillery, which always made more coin, and I'm trying to get it back. I got a legacy to prove it, but I ain't so smart with this stuff, and I don't trust anyone in this town to help me. You help me, I'll get you some gink, and I'll live by your decision. Du bist ja vertrauenswürdig. Selig, meine ich. All right, I need your legacy to look it over. Updated my journal. Du arme Sau, haben wir dich ja schon beschissen. Na gut, egal. Well, all right, I guess you got to study it up and make sure it's on the up and up. Genau, da gucken wir, da achten wir drauf. He passes you a crumbled roll of paper. Thanks, I'll let you know what happens. Ja, danke, du Depp. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, was wir hier haben. Also, das Legacy. This legacy is inscribed on a weathered up piece of old vellum, seized and soot covered. It has obviously been much poured over by someone with very dirty hands. It belongs to Crumble Punch, the smith. Entschuldigung. And from what you can decipher, it appears that his father was both uneducated and sloppy in his handwriting. Super. The little you can make out appears to be appears to order the division of the smithy and the distillery between the two brothers, but does not provide detail as to how the division is to be accomplished. Ja, fantastisch. So, dann haben wir, das hat Anna noch hier feine Sachen eingesteckt, ist das? Magic Punch Daggers, die sind ganz nett, aber Enchanted plus 1, und womit kämpfst du? Enchanted plus 2, was war das nochmal? Plus 2, Arklas. Ja, also wir haben auf jeden Fall bessere, können wir dann verticken. Was macht die? Müssen wir noch identifizieren. Na gut, das können wir ja noch machen. Darkon, guck da mal drauf. Aha, Axe of the Jester. The person who created this axe must have been mad or genius. Only the most skilled of smiths could have forged a weapon using chaos matter. Fantastisch. The most unstable and unpredictable element in all the planes. Story of this particular axe have been told and retold across the planar universe. Heroic deeds of men defeating creatures of immense power simply by touching the axe to the creature, and one of these same men dying horrible death while doing simple everyday tasks. Das klingt chaotisch, ja. Zagna the Simple defeated a devourer with a single swipe of this axe, crushed to death by a falling boulder in the vast plains of Tabo. Vast Plains. Falling Boulder. Okay. Garkon the Righteous. Struck by a mysterious discharge of energy while fighting a cranium rat. Kennis. Tradesman by profession. Buried alive is the stone wall. The axe was mounted on collapse. Entschuldigung, das ist natürlich tragisch, aber Quicker auch lustig. Query Matteson. The child of only 9 seasons was not only able to ward off a group of marauding fire bats, he even managed to kill 2 of them. Ja, und dann? Wie ist er gestorben? Das wollen wir wissen. Egal. The list of tragedies and deeds goes on and on. Okay, das ist also eine Scheißwaffe. Super. Okay, naja. Jetzt müssen wir zur Distillerie. Die war nicht hier, ne? Die war oben. Gut. Nach Cursed Teil 2. Lass uns da mal durch, Citizens, Mensch. Wie heißt das hier? Jetzt heißt es auch Cursed. Okay, hier war Warehouse. Administration Distiller. Hier müssen wir hin. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Dann unterhalten wir uns mit dem Distiller und gucken, wie wir den über den Tisch ziehen können, um näher an unser Ziel zu kommen. Den Schlüssel. Was brauchen wir dann noch? Dann haben wir Teil 2. Dann brauchen wir noch 3, 4 und 5. Naja gut, also werden wir noch uns ein bisschen in Cursed aufhalten. Und hier eine Quest nach der anderen machen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit mehr Key-Finding-Quests. Also, bis dann. Tschüss.